Wir befinden uns gerade mitten irgendwo im Nirgendwo im Wald. Der perfekte Ort, um die große Liebe zu finden oder entführt zu werden. Bringt mich nicht auf Ideen. Nee, wir sind hier mit 4 Sims. Und wir haben einen Hauptsim, der gerade von Füchsen belagert wird. Hallo? Wolltet ihr euch auch anmelden? Da kommt ihr mir ein bisschen zu spät. Wobei ihr farblich sehr gut zu unserem Sim passen würdet. Ich lasse sie jetzt mal machen, was sie wollen. Oh, die Süßis. Ich glaube, die haben miteinander die Liebe gefunden. Oder sie sehen gerade einen Geist im Wald. Das kann natürlich auch sein. Ich finde das gerade ultra unheimlich. Echt keine Ahnung, was bei den Füchsen los ist, ob das ein schlechtes Omen ist. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt aber einfach mal um unsere Challenge, weil jetzt sind sie verschwunden. Unheimlich. Das ist auf jeden Fall der Sim, der die große Liebe sucht. Ist natürlich ein Sim von euch und zwar von der Fleur 1966. Ich habe ihm nur einen herbstlicheren Look gegeben. Der junge Mann heißt Jackson. Ich sage einfach Check zu ihm. Und im Keller von dem Haus. Okay, Leute, jetzt wird es wirklich ein bisschen unheimlich. Aber im Keller von dem Haus haben wir 3 Sims, die Jackson kennenlernen wollen. Wir wissen aber nicht, wer sich dahinter verbirgt. Jackson weiß das auch nicht. Deswegen heißt es Blind Date Challenge. Ich habe alle Sims per Zufall ausgewählt. Und das ist schon so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe, wer sich darunter verbirgt. Und die erste Person, die nach oben gehen darf, ist Braunbär. Braunbär hat die Merkmale Katzenfreundin, Kind der Insel, kleptomanisch, aktiv, romantisch und Grüblerin. Der Sim möchte eine Bestseller-Autorin werden, also wer weiß, ob sie wirklich für die Liebe hier ist. Wir haben jetzt gleich 13 Uhr und jedes Date hat 24 Stunden Zeit, den lieben Jack kennenzulernen, der sich jetzt gerade einfach ausgezogen hat. Das Date fängt an, er lässt sie stehen und er zieht sich einfach aus. Jack, was treibst du? Offensichtlich treibt er irgendwas im Wasser, weil er ist eine Meerjungfrau. Okay, sehr interessant. Der fand das Wasser jetzt offensichtlich spannender als Braunbär. Braunbär, du darfst übrigens auch machen, was du willst. Ich werde versuchen, nicht allzu viel einzugreifen und die im Keller unten dürfen natürlich auch machen, was sie wollen. Okay. Wie lange geht das Video schon? Freunde, Waschbär und Buntbär haben gerade ein bisschen Spaß miteinander. Mehr Spaß als die beiden da oben. Und Braunbär sitzt jetzt alleine am Boden im Wohnzimmer und wirft Konfetti, weil irgendwie interessiert sich Jack überhaupt nicht für sie. Jack, was machst du? Ich habe übrigens auch einen Herbstmarkt runtergeladen. Also immer um 18 Uhr gehen wir bis um Mitternacht auf den Herbstball. Oh mein Gott, da, ja. No, nicht verbrennen jetzt. Oh mein Gott. Oh, ich habe das schon gesehen. Die macht das Feuer an und ich habe sie schon brennen sehen. Ohne Spaß. Ich meine, ich bin immer für ein bisschen Drama, aber vielleicht nicht direkt so am Anfang. Seid ihr beiden da unten jetzt eigentlich fertig? Ja. Und Braunbär sitzt hier alleine und grillt Marshmallows, während Jack irgendwo da hinten im Wasser schwimmt und da ist ein Kaninchen. Süß. Da, Jack, du kommst mir jetzt einfach mal hierher. Das kann es ja überhaupt nicht sein. Ihr habt noch kein Wort miteinander gewechselt. Und der Bär wäre gerade fast am Marshmallow erstickt. Ich kann nicht mehr. So, let's go, Jack. Wir wollen dich auch ein bisschen kennenlernen. Wir wollen euch alle ein bisschen kennenlernen. Apropos, die Merkmale von Jack sind abenteuerlustig, ordentlich, Kind des Meeres, romantisch, Genießer und verführerisch. Das heißt, sie haben beide... Oh, nee, sie ist ein Kind der Insel, kein Kind des Meeres, aber das passt eigentlich auch ganz gut. Sie haben jetzt mein Gespräch angefangen, aber offensichtlich ist das Telefon gerade spannender als Jack. Leute, kommt schon. Braunbär fühlt sich auch sehr unwohl, aber das liegt nicht an Jack, sondern daran, dass er sich verbrannt hat. Aber immerhin führen sie jetzt mal ein Gespräch miteinander. Yay! Oh mein Gott. Wo soll das denn bitte noch hinführen? Und ihr beiden da unten? Ihr versteht euch dafür richtig, richtig gut. Und wie die einfach am Flirten sind. Hier sieht alles bis jetzt ziemlich freundschaftlich aus. Und Jack hat jetzt schon keine Lust mehr auf dem Braunbären. Wehe, du gehst wieder ins Wasser. Nee, er holt sich was zu essen. Vielleicht schafft ihr es sogar, dass ihr nebeneinander sitzt. Könnt ihr mir diesen Wunsch erfüllen, Jenan? Was soll man dazu sagen, Leute? Irgendwie stimmt die Chemie hier einfach nicht. Aber immerhin schmeckt das Essen. Sehr schön. Und sie plaudern miteinander. Ich meine, okay, vielleicht gehen die beiden das Ganze auch ein bisschen langsam an. Vielleicht tasten sie sich langsam vor. Ich meine, dass sie jetzt Rücken an Rücken beieinander sitzen, ist total kontraproduktiv. Sie erzählen sich zumindest Witze. Das ist doch süß. Ich muss einfach irgendwas gut reden hier. Und wir haben jetzt 18 Uhr. Das heißt, wir gehen jetzt gemeinsam auf den Herbstmarkt. Der Markt befindet sich hier drüben. Und sieht so aus. Also wer kommt da nicht in Herbststimmung mit diesen ganzen Kürbissen und Patchy, der natürlich auch hier ist. Da bekomme ich direkt einen Ohrwurm. Wer ich bin? Das fragt ihr euch bestimmt. Na dann hört jetzt gut zu. Auch du, der dort schwimmt. Ich bin Patchy. Patchy die Vogelscheuche.
So, ihr beiden, let's go. Habt ganz viel Spaß hier. Hier können sie gemeinsam Ringe werfen. Da drüben können sie, nicht Schlittschuh fahren. Da könnten sie schaukeln. Hier könnten sie theoretisch was essen. Okay, wir stellen hier einfach Leute an. Leute, ich bezweifle stark, dass ich was verpasse, wenn ich mich nicht um die beiden kümmere. Okay, in der Scheune ist nicht allzu viel. Vielleicht motiviert sie sich gerade. Vielleicht hat sie das jetzt gebraucht, um dann von Jack wegzurennen. Wohin gehst du jetzt? Wartet in Schlange. Aber Jack rennt mit, weil er schon wieder ins Wasser will. Was ist denn das für ein Date? Oh mein Gott, so habe ich mir das definitiv nicht vorgestellt. Wir schicken den Bären einfach nachher auch mal ins Wasser. Ich meine, ich kann mir kaum was Ekligeres vorstellen, als mit diesem Kostüm hier ins Wasser zu steigen. Stellt euch mal vor, wie schwer das sein muss. Könnt ihr jetzt bitte gemeinsam im Wasser was machen? Wenigstens miteinander plaudern. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich will gar nicht wissen, was die anderen beiden Bären zu Hause gerade alles zu treiben. Und Braunbär ist jetzt auf der Bank eingeschlafen. Ich glaube, wir gehen einfach frühzeitig wieder nach Hause. Ob bei den beiden heute noch was läuft, ich bezweifle es sehr. Wie geht's euch beiden da unten? Bei denen läuft es halt definitiv besser als bei denen oben. Ja, weil Braunbär geht jetzt auch ins Bett und ich glaube, das war die ganze Action für heute. Aber ich platziere den jetzt einfach und noch ein paar mehr Sachen, mit denen man irgendwas machen kann. Zumindest zu zweit was spielen kann. Und Jack ist um 5 Uhr morgens wach geworden. So, ihr beiden, passiert jetzt hier noch was? Jack hat gerade übers Techtelmechtel nachgedacht, also wer weiß. So nah standen sie sich, glaube ich, noch nie. Wow. Let's go. Sie machen sogar beide was. Das ist nicht so selbstverständlich bei den Sims. So viel kann ich euch schon mal sagen. Aber sie setzen sich mal ungefähr an den gleichen Platz. Zumindest ungefähr. Sie sitzen schon nebeneinander, wenn ihr mich fragt. Ich muss echt das Beste aus dieser Situation machen. Aber mehr wie Freundschaft wird das, glaube ich, auch nicht mehr. Und das Essen war offensichtlich auch nicht gut. Vielleicht haben die beiden nicht die große Liebe, aber vielleicht einen Freund fürs Leben gefunden. Oh, und hier unten war offensichtlich irgendwas los. Oh, oh, eine unbehagliche Begegnung. Die beiden hatten offensichtlich einen Streit. Aber jetzt kriegen sie wieder Liebespunkte. Leute, ich bin so verwirrt. Das richtige Drama geht hier im Keller ab, nicht oben. Oh, Freundin. Ein Freund ist stets mit einem netten Wort zur Stelle. Die bauen das Ganze jetzt halt gerade voll auf so einer freundschaftlichen Basis auf. Das, wie... Oh mein Gott, wie ich in dem Moment sage, sie bauen das auf einer freundschaftlichen Basis auf und die beiden gehen jetzt einfach, nee, das macht ihr nicht, oder? Nee, Jackson hat sich's, glaube ich, anders überlegt, läuft straight in den Kamin rein. Okay, es geht ihm gut und die beiden haben jetzt zum Abschluss noch ein Techtelmechtel. Leute, ich fühl's nicht, ich fühl's nicht. Wobei, eine Freundschaft aufbauen ist eigentlich so viel schöner, wie wenn sie es einfach direkt voll machen, so wie die beiden hier unten, die jetzt kein Wort mehr miteinander reden. Eigentlich ist der Aufbau hier viel, viel schöner, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, das war jetzt so ein schöner Abschluss. Wir haben aber noch 2 Stunden. 3, 11, 12, 1. Ja, 3 Stunden sind es noch. Die beiden baden jetzt nebeneinander. Ich weiß nicht, ob ich das süß oder seltsam finde. Und er putzt jetzt daneben das Klo. Wow, was für ein romantisches Date, Leute. Ich kann nicht mehr. Und das war's jetzt auch. Die 24 Stunden sind vorbei. Ich beame Braunbär in den Keller und hole mir Waschbär hoch. Ich werde natürlich alle Bedürfnisse hochcheaten, damit alle die gleichen Chancen haben. Er ist jetzt aber tief verletzt wegen jemandem im Raum. Vielleicht hat Waschbär einen Korb bekommen von Buntbär. Aber ich würde mal sagen, es wird Zeit, dass ihr beiden euch jetzt kennenlernt. Waschbär hat die Merkmale ehrgeizig, familienbewusst, Chaotin, Hitzkopf, treu und Sammlerin. Und der Jack läuft einfach schon wieder weg. Offensichtlich ist die Musik gerade wichtiger. Er will tanzen gehen. Okay, alleine finde ich gerade nicht ganz so toll, aber es sieht so aus, als ob Waschbär mit ihm mittanzt. Oh, wie schön. Sie tanzen zwar nicht eng umschlungen oder sowas, aber sie tanzen wenigstens nebeneinander. Vielleicht lernen sie sich so auch ein bisschen besser kennen. Vielleicht könnte ich auch ein bisschen nachhelfen. Und die beiden miteinander langsam tanzen lassen. Die Musik verbindet Leute ja immer sehr, sehr schnell. Und Jackson will jetzt wirklich mit ihr tanzen. Hä, aber da ist er jetzt selber davor gelaufen. Ich habe nämlich langsam zusammen tanzen angeklickt. Aber die tanzen gerade nicht langsam gemeinsam, sondern die tanzen einfach allgemein. Wie ich wieder gut reden will, dass ich hier ein bisschen am Cheaten bin. Und Jack ist das erste Mal kokett. Aufs Flirten eingestellt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das finde ich richtig gut. Leute, vielleicht wird das was mit Waschbär. Aber Waschbär ist immer noch traurig. Wahrscheinlich immer noch wegen Mundbär. Ja, verletzt. Es ist noch zu früh, um genaueres zu sagen. Aber es könnte was daraus werden. Oh, oh, ich glaube, Mundbär hat dir einen Korb gegeben. Ich glaube, daraus wird überhaupt nichts mehr. Und jetzt tanzen sie gemeinsam im Regen. Nein, als ob. Leute, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Der Fuchs rennt schon wieder vorbei. Sie haben beide Angst,
im Gewitter. Ja, Leute, Alter, wenn euch der Blitz trifft, dann kann ich halt auch nichts machen. Ihr wolltet draußen im Regen gemeinsam tanzen, aber irgendwie war es auch zuckersüß. Und wie geht's den beiden im Keller denn unten? Die haben auch Angst vor dem Gewitter, aber sonst ist alles gut. Ich sehe hier auch keine Flirtversuche, alles ist gut. Oh no, und der Waschbär hat gerade Jack angepupst. Ja, da würde ich auch so reinschauen, ganz ehrlich. Ew, wie unnötig. Jack fühlt sich jetzt unwohl. No, Leute, wir wollen hier doch eine Liebesgeschichte. Wir wollen hier Liebe sehen. Wir wollen Drama sehen. Aber nicht, dass ihr jetzt einfach rumsteht und euch gegenseitig anpupst. Was ist denn das? Sie quatschen auf jeden Fall mal miteinander und sie flirten auch miteinander. Oh. Oh, oh, let's go. Dafür sind wir hier. Wir haben ein zweideutiges Gespräch. Draußen ist der Blitz eingeschlagen, aber wir sind drinnen. Es ist kuschelig. Wir sind in Sicherheit. Und der Liebesbalken, der füllt sich langsam. Das ist das, was wir sehen wollen. Und da packt jemand die Dance Moves aus. Da will jemand den Check von sich überzeugen. Kann das sein? Oh, oh, oh. Waschbär gibt alles. Waschbär gibt alles. Oh mein Gott, ich fühl's so hart. Let's go, ihr beiden. Oh, hier sprühen die Funken. Ich fühl's schon viel, viel mehr. Und Jack ist jetzt sogar aufgestanden, um sich neben sie zu setzen. Ich weiß nicht, ob man sich damit überzeugen lässt, aber gut, vielleicht zieht's. Offensichtlich schon. Und gleich gehen wir theoretisch auf den Markt, aber nicht, wenn es da draußen so gewittert. Ihr wisst, was für eine Zeit jetzt ist. Es ist Zeit zu cheaten. Let's go. Wir brauchen schönes Wetter. Da, let's go. Oh mein Gott, der Fuchs ist jetzt im Haus. Leute, was mache ich jetzt mit dem Ding? Hallo, kann man dir irgendwie helfen? Findest du den Ausgang nicht mehr? Okay, alles klar. Super schräg. Und Jack hat sich wieder mal ausgezogen. Natürlich. Wie sollte es anders sein? Ich werde die beiden jetzt mal hier reinbringen, weil vielleicht machen sie dann wirklich mal was hier drinnen, wenn sie mal hier drinnen sind. Hatte der vorher nicht noch einen Bart? Bin ich jetzt komplett verwirrt? Muss man euch beide wirklich zu irgendwas zwingen? Das gibt's ja gar nicht. Oh, der Waschbär fährt Rollschuh. Dann würde ich aber sagen, dass wir beide rüberschicken. Let's go. Ganz viel Spaß euch beiden. Es wäre so schön, wenn sie Händchen halten würden oder sowas. Oh ja, das tat sicher weh. Aber ihr könntet danach ja mal hier gemeinsam sitzen und weiter miteinander plaudern oder flirten. Das sind wir immer am liebsten. Ich glaube, wir haben hier leider keine Techtelmechtel-Möglichkeit. Wir könnten aber dafür schnell einen Busch kaufen. Sehr romantisch. Hier, let's go. Was will man mehr? Mitten auf dem Markt. Und da rennt der Jack schon wieder ins Wasser. Boah, nee, muss das sein. Da nehmen wir den Waschbären jetzt aber einfach auch mit. Leute, ich weiß, dass die Sims sich nicht von selber küssen werden. Also, die würden niemals den ersten Kuss machen, ohne dass ich ihnen das sage. Und da wir eine Meerjungfrau haben, würde ich sagen, wir machen jetzt den Kuss der Meerjungfrau. Ein bisschen nachhelfen darf ich ja. Und da spürt man definitiv die Chemistry hier zwischen den beiden. Und da schmusen sie im Wasser rum. Ich glaube, das zählt nicht als erster Kuss. Let's go, ihr beiden. Habt jetzt bitte offiziell euren ersten Kuss. Waschbär, wo gehst du hin? Deinen ersten Kuss bekommst du da drüben, nicht dort hinten. Ja, das war's dann wohl. Sehr gut. Damit hast du deine Chance vertan. Und es ist jetzt gleich Mitternacht. Das heißt, ich schicke euch wieder nach Hause. Wie wäre es, wenn wir die beiden mal in den Whirlpool schicken? Setzen sie sich jetzt auch nebeneinander hin? Oh mein Gott, ja. Wie schön. Hier muss sich Jack auch wohlfühlen. Jack, kannst du bitte wieder zurückkommen? Ja, sehr gut. Er muss gerade auch aufs Klo. Ich hoffe, dass das Bedürfnis jetzt nicht gleich runtergeht. Das wäre nämlich ultra ekelhaft. Und jetzt wird gemeinsam gekocht. Let's go. Waschbär übernimmt die Führung, kann aber offensichtlich nicht kochen, weil Waschbär hasst kochen. Okay. Kann ich absolut nachvollziehen. Sie berühren sich auch so ein bisschen mit den Armen an den Schultern. Kommen sie einfach ein bisschen näher. Das ist doch süß. Check, wenn du aufs Klo musst, dann geh bitte aufs Klo. Ich will mich nicht so viel um euch kümmern. Wehe, du pinkelst mir jetzt in die Küche. Oh, wie Waschbär die ganze Zeit mit ihm plaudern will. Oh, und ihn jetzt auch noch in den Arm nimmt. Ich kann nicht mehr. Ja, geh schnell aufs Klo. Wir wollen hier heute auch noch den ersten Kuss erleben. Also beeil dich bitte. Waschbär ist einfach kaum müde. Check, im Gegensatz dazu schon. Vielleicht sind das die Gefühle, die sie jetzt einfach wach halten. Und jetzt haben die beiden ihren allerersten Kuss. Yay! Ja. Das ist jetzt sehr unangenehm. So schnell kann es abwärts gehen. Wir haben eine unbehagliche Begegnung. Und ich dachte, es läuft so gut bei den beiden. Aber vielleicht denkt Waschbär auch die ganze Zeit an Buntbär, der schon wieder kokett ist. Bitte hört auf mit der... miteinander zu flirten. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Buntbär flirtet mit allen im Keller. No. Bis jetzt sorgt der Bär für sehr viel Drama. Ja, und die beiden sind jetzt eingeschlafen. Toll. Ich lieb's, wenn die Sims sich was kochen und dann stehen sie einfach davor.
vor, schieben absolute Panik gerade und rühren ihr Essen halt einfach null an. Gratuliere. Guten Morgen, direkt am Morgen schon ultra wütend. Vielleicht hat sie den Kuss auch einfach nicht erwidert, weil der Kuss im Wasser nicht gut genug war und deswegen wollte sie ihn nicht nochmal küssen. Irgendwie macht man es dir unglaublich schwer. Oh nee, Leute, das mit den beiden funktioniert echt gar nicht mehr. Oh no. Ich dachte, es ist so gut gelaufen. Und wie die beiden sich dafür immer näher und näher kommen, ist einfach so unangenehm. Ja, du freust dich, das ist mir natürlich klar. Der fragt sich auch, in was hat er sich hier jetzt reingebracht? Aber jetzt ist er wieder kokett. Jack hakt eine Sache auf seiner Wunschliste ab. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Und wenn ich drüber nachdenke, kommen mir nur sehr ungute Gedanken. So lassen wir es lieber. Hashtag familienfreundlich, wir wissen's. Alles gut hier auf diesem Kanal. Also meistens zumindest. Und das dritte und letzte Date startet... genau jetzt. Ganz, ganz toll. Der letzte Sim hat die Merkmale Perfektionistin, Paranoid, Eifersüchtig, Treu, Chaotin und schnelle Lernerin. Und der letzte Sim begrüßt Jack auch direkt. Oh mein Gott, das ist das allererste Mal, dass wir das sehen. Ja, sehr, sehr schön. Jack ist auch nicht direkt weggerannt. Das ist auch ein gutes Zeichen. Könnt ihr bitte einfach direkt auch was miteinander spielen? Vielleicht eine Runde Saftpong? Aber es geht los. Die beiden haben sofort eine gute Zeit miteinander. Let's go, Jack. Und das war wohl nix. Ich hoffe, dass werden wir heute nicht über euer Date sagen und du musst am Schluss nicht heulen. Und da haben wir den weißen Fuchs schon wieder. Bitte halte dich fern. Immer wenn der zu uns kommt, dann passiert irgendwas Dramatisches. No, no, no. Okay. Er ist verschwunden. Ich hoffe, das bringt ihnen auch was, was ihre Freundschaft angeht. Oder vielleicht ist Jack nachher richtig sauer, weil er verloren hat. Offensichtlich. Aber ich glaube, der Jack ist ein guter Verlierer. Bis jetzt läuft es nämlich ganz gut. Ich klopfe auf Holz, dass es so bleibt. Sie haben ein angenehmes Gespräch. Es ist bis jetzt nur freundschaftlich, nichts flirt. Nichts, was Richtung Liebe geht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Oh, und die beiden im Keller streiten jetzt miteinander. Oh mein Gott, wahrscheinlich über Buntbär. Stellt euch vor. Das wäre so krass. Oh mein Gott, wie sie sich gegenseitig fertig machen. Ich kann nicht mehr. Ich sage euch ja, das Drama im Keller ist so viel spannender wie das Drama da oben. Die beiden unterhalten sich nämlich einfach nur freundschaftlich. Aber immerhin tanzen die jetzt mal miteinander. Ist auch ganz süß. Und die beiden Streitbären hier im Keller haben wirklich ordentlich Zoff miteinander. Aber wie gut die beiden sich verstehen. Wir haben irgendwo ein Feuer. Oh mein Gott, irgendwo brennt's. Brennt's im Keller? Ja. Oh mein Gott, bitte tu was. Soll ich da eingreifen? Eigentlich finde ich es lustiger, wenn ich nicht eingreife. Oh mein Gott, Braunbär brennt. Waschbär? Sollen wir eingreifen, Leute? Ich bin so verzweifelt. Oh mein Gott, bitte hilf ihm. Bitte, bitte, bitte hilf ihm. Wobei, die hassen sich. Vielleicht hat Waschbär Braunbär angesündet. Oh no, das Drama im Keller ist so hart, Leute. Ich kann nicht mehr. Was ist, wenn der uns jetzt wegstirbt? Ich meine, dann ist es halt so. War eh nicht unsere Nummer 1. Ja, gut. Was sollen wir da jetzt machen? Kriegen das die oben überhaupt mit? Ja! Oh Gott, das kriegen gerade alle mit. Ja, ungünstig. Ich lasse das jetzt einfach mal brennen. Ich greife da nicht ein. Und hoffe einfach, der Bär stirbt nicht dran. Oh mein Gott, no. Es tut mir so leid. Aber was soll ich denn machen? Außer halt eingreifen. Aber nee, Leute, ich kenne euch. Ihr würdet mir jetzt auch sagen, ich soll nicht eingreifen. Also die meisten zumindest. Okay, ich will euch jetzt nichts unterstellen. Aber es ist gerade einfach zu gut. No. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich brenne. Ja, das sehen wir alle. Oh no, und das war es jetzt halt wirklich mit dem Braunbär, wie ich so richtig erschrocken Surprise Pikachu drauf bin. Aber es war eigentlich klar, dass der Braunbär jetzt stirbt. Das heißt aber so viel wie, dass mein bester Freund heute wieder auftaucht. Sensi! Hallo, hallo Sensi, schön, dass du da bist. Bitte, dass ich dir heute wieder mal einen Job verschaffe. Wir haben hier ein kleines Problem, bitte geh nicht zu nah ans Feuer ran. Wir wollen nicht, dass Sensi auch gleich mitbrennt. Nee, aber eine schöne Szene haben wir hier von hier aus. Wow, toll. Spielen wir hier eine Sendung, in der man die große Liebe sucht? Theoretisch ja. Wie der Bär ihm so über die Schulter schaut, ist aber einfach viel zu unheimlich, Leute. Ich kann nicht mehr. Sensi, pass auf dich auf. Ich vertraue dem Waschbären gerade überhaupt nicht. Auf jeden Fall wäre es jetzt eigentlich Zeit für den Herbstmarkt. Und die beiden spielen wieder was miteinander. Sehr, sehr schön. Wir wollen aber ein bisschen Action sehen, Leute. Ich probiere mal, was passiert, wenn der Jack jetzt mit ihr flirtet. Ja, springt definitiv drauf an. Sehr, sehr schön. Ich finde das auch voll nett, wie die jetzt miteinander spielen, aber gleichzeitig miteinander flirten. Das fühlt sich einfach richtig an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Buntbär nicht ganz so sympathisch. Er ist schuld, dass im Keller jetzt jemand gestorben ist. Also so indirekt zumindest, weil die beiden sich um ihn hier oder sie hier gestritten haben. Und im Endeffekt kommt sie dann mit ihm zusammen, Leute. Ach Gott, das ist einfach too much. Oh, wie süß. Er wärmt den Bär. Oder umgekehrt, wahrscheinlich eher. Und eine Rose wird verschenkt. Wow, so weit waren wir noch nie. Sollen wir versuchen, den Bären zu verführen? Wow, das ist auch so ein Satz. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Oh, wo ist, wo...
Wo ist der Bär jetzt hin? Ich merke echt gerade, wie schwer das ist, hier romantische Beziehungen zu führen. Weil ich das normalerweise immer cheate. Ich meine, langsam wird's. Langsam aber doch. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwas probiere, werden wir halt einfach abgewiesen. Wie jetzt zum Beispiel. Du fragst einfach willkürlich Leute auf der Straße nach ihren romantischen Vorlieben. Wie dreist. Seht ihr, was ich meine? Es ist so schwer. Die Kandidaten dieses Mal sind wirklich hart zu knacken. Obwohl sie kokett sind. Das gibt's ja gar nicht. Sims können die Romantik in der Luft förmlich spüren. Also ich spüre hier gar nichts außer Abneigung. Und Waschbär sitzt jetzt alleine mit der Urne hier im Keller. Schön. Danach sollen sie bitte doch was zusammen kochen. Oder Buntbär kocht alleine. Und immerhin essen sie... Soll ich irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, Leute, was ist hier los? Das sind seine Schuhe. Oh mein Gott, schon lange nicht mehr so einen unfassbar unheimlichen Glitch gesehen. Das ist so unangenehm. Ich muss davon einen Screenshot machen. Das gibt's ja gar nicht. Aber die beiden haben bis jetzt noch nicht geschlafen. Ich glaube, er schläft ein bisschen jetzt hier im Bad. Aber sonst ist auch nicht so viel passiert. Wo ist die Action? Leute, ich sag's euch, der Liebesbalken sinkt und sinkt und sinkt. Ich sehe Buntbär auch ganz ehrlich eher mit Waschbär. Waschbär, bist du noch am Leben? Ja, alles gut. Man weiß ja nie. Mach mal gemeinsam ein Foto. Ich habe gehört, dadurch soll die Freundschaft, wow, schneller hochgehen. Damit geht sie wahrscheinlich wieder runter. Sie sind soeben gute Freunde geworden. Oh, wow. Aber wie gesagt, wir suchen hier keine Freunde. Wir suchen die große Liebe. Was passiert hier gerade? Das ist von irgendeinem Mod. Oh mein Gott. Hashtag familienfreundlich. Let's go. Okay, die tanzen nur miteinander, Kinder. Und machen was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sie sind jetzt beide sehr kokett. Wie ist das jetzt passiert? Leute, ihr habt nur noch 1,5 Stunden. Ersten Kuss erleben. Bitte gebt mir das. Bitte gebt mir einen ersten Kuss. Let's go. Let's go. Bitte, es funktioniert. Oh, ah, I, ich, oh. Ja! Oh mein Gott, das funktioniert. Wir hatten einen ersten Kuss. Ich kann es gar nicht glauben. Ich glaube, besser wird es jetzt auch nicht mehr. Nope, das war's. Wir haben 13 Uhr. Also schauen wir uns jetzt an, wer sich hinter dem Bären verbirgt. So, ich habe unseren verstorbenen Bären natürlich wieder zurück ins Leben gerufen. Und so sieht der Bär ohne Verkleidung aus. Ein sehr schöner Sim von IKC Butterfly Girl. Vielen lieben Dank für diesen Sim. Waschbär ist auf dem 2. Platz und sieht so aus. Das ist Waschbär ohne Kostüm. Und Bär, könntest du bitte ganz kurz chillen? Das ist Stella. Stella fühlt sich nicht als Junge, aber auch nicht als Mädchen. Habe ich eine sehr schöne Geschichte gefunden. Das ist Stella, unser Waschbär. Von der lieben Yvonne 2008. Und unsere Siegerin, wirklich mit so minimalem Vorsprung, ist der Buntbär. Und so sieht Buntbär ohne Verkleidung aus. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich glaube, sie freut sich nicht unbedingt. Der Sim ist von Grisu_D. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns im Winter zu der Winter Edition wieder. Wir befinden uns gerade mitten im Wald. Der perfekte Ort, um die große Liebe zu finden.